Hallo und herzlich willkommen zu TUI Snapshot. Immer mehr Destinationen öffnen ihre Grenzen und heißen Urlauber willkommen. Vor den Eröffnungen haben wir bereits über die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in den Hotels gesprochen. Heute wollen wir wissen, ob diese Maßnahmen auch greifen und sich alle auch so umsetzen lassen. Mir zugeschaltet ist die Hoteldirektorin des Robinson Clubs Cala Serena auf Mallorca, Tina Grünold. Hallo Tina. Hallo Cousé. Tina, seit Mitte Juni dürfen unsere Gäste wieder nach Mallorca fliegen. Erzähl doch mal, wie war der Start für euch? Sehr, sehr gut. Es hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Am 20.06. durften wir eröffnen und unsere Gäste gleich vom ersten Moment an super glücklich, wieder hier sein zu dürfen auf Mallorca bei uns. Und wir natürlich genauso, dass jetzt wieder Leben reinkommt nach dieser Zeit, nach dem Lockdown. Wir haben uns unglaublich gefreut und wir freuen uns nach wie vor, dass unsere Gäste hier sind. Tina, welche Änderungen gibt es bei euch konkret? Wir haben entsprechend der Vorgaben, auch der staatlichen Vorgaben, unabhängig der TUI-Vorgaben, alle Maßnahmen implementiert, wie es sein muss, entsprechend der Hygienevorschriften in den Zimmern, der Zimmerreinigung selbst, des Hygienebereichs, des Buffetbereiches und alle entsprechenden Offerten für unsere Gäste angepasst. Nichtsdestotrotz aber steht ihnen alles uneingeschränkt zur Verfügung, nur ein kleines bisschen anders. Wir haben eine tolle, große, weitläufige Anlage und sind bereit und da. Wie ist das Feedback eurer Gäste? Fühlt es sich trotz der ganzen Maßnahmen auch wirklich wie echter Urlaub an? Tatsächlich ist das genau die Frage, die ich mit den Gästen in den letzten Tagen sehr intensiv immer besprochen habe. Und das Feedback ist sehr, sehr gut. Auch ich selbst habe mich gefragt, okay, wie nimmt der Gast es an, die 2 Stunden zu fliegen mit der Maske und so weiter. Und die Gäste, die gekommen sind, haben das von vornherein gesagt, wir wollten reisen, wir wollten weg. Ist die Weitläufigkeit hier, die Ihnen und die Maßnahmen, die wir machen und umsetzen und strikt einhalten, die Ihnen die Sicherheit gibt. Was tut ihr, um den Aufenthalt der Gäste so erholsam wie möglich zu gestalten? Die Angebote, die wir haben, genauso mit so viel Herz und Seele entsprechend rüberzubringen, unabhängig der Masken, die wir natürlich tragen müssen und auch die Gäste, wenn man 1,50 Meter Abstand nicht einhalten kann. Das in allererster Linie. Wir sind, was wir sind. Wir sind nach wie vor genauso herzlich, wenn nicht sogar noch herzlicher, weil es einfach nicht gespielt ist. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder hier sein dürfen für unsere Gäste. Und sie bekommen ja auch entsprechend die Leistung, das tolle, breit gefächerte Angebot in uneingeschränkter Form. Nur ein bisschen anders. Tina, letzte Frage. Was habt ihr gelernt in den vergangenen Wochen? Was nehmt ihr für den Rest der Saison für euch mit? Das Erste, was mir zu dieser Frage einfällt, ist Zusammenhalt. Zusammenhalt, wie jetzt zum Beispiel gerade die Kollegen, ein Krisenteam, was hier vor Ort war und wir hier in Spanien, wir hatten ja, wie euch bekannt ist, eine viel härtere Quarantäne und intensiver und wir haben uns vom ersten Tag an bis zum letzten Moment immer mit viel Optimismus an alles das herangetastet und intensiv ausgearbeitet, was die Maßnahmen nach Covid sind, ohne dass wir wussten, wann es jetzt genau weitergeht oder weitergehen würde. Das wusste ja niemand. Und entsprechend dem ist das Wort maßgeblich der Zusammenhalt, ein starkes Team. Ich bin unglaublich stolz auf die Kollegen hier jedweder Nationalität, wie sie mitziehen, mit wie viel Power und mit viel Energie und Freude sie da rangehen. Und das ist natürlich auch ein tolles Zeichen der Hoffnung, was wir setzen konnten. Und das ist großartig. Tina, vielen Dank und euch alles Gute für den Rest der Saison. Vielen herzlichen Dank, Cousin.